So, Hallöchen da draußen und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Shur Vival Games. Auf dem Rennschuss ist aber wie immer und zwar auf der Rise of the Orient Map. Ich überzocke die, ich habe das Gefühl, die Hälfte aller Runden, die ich hochlade, kommen nur von Rise of the Orient, aber ich mag auch diese Map total und deswegen, das könnte auch der Grund sein. So, hier ist noch eine Chest voll, die hat jemand vergessen. Aber leider jetzt doch gelootet und ach du Scheiße, meine Route ist ja da hinten, ey. Das habe ich ganz vergessen jetzt gerade. Eigentlich ein bisschen schade, weil, normalerweise renne ich da immer schon so schön hin und dann zünde ich immer dieses TNT, dann kann mir keiner mehr folgen, aber jetzt hatte ich es ja gerade vergessen, ne? Und jetzt hoffe ich mal, okay, wenn wir jetzt nicht langsam ein Schwert kriegen, dann sind wir ganz schön am Arsch, meine Freunde, und ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade heute mal gar keine Lust, so viele Fehlaufnahmen wie sonst immer zu machen. So, das ist, hier wieder mal Scheiße drin. Ich traue mich gar nicht, mich umzudrehen. Hier kann ich ja in meine Rückansicht gehen. So, das sieht gut aus im Moment. Sehr gut sieht das sogar aus. Die kann ich mir mal kurz holen. Das habe ich auch schon Level. Wenn ich jetzt dann mal endlich ein Schwert kriege, dann das wäre cool. Ich kann mal den Bogen in die Hand nehmen, auch wenn ich keine Pfeile habe. Aber das sieht so ein bisschen bedrohlicher aus. Manche Leute laufen vielleicht nur mit einem Bogen in der Hand rum, wenn sie ganz behindert sind. Aber, perfekt. Ein Schwert, okay. Das ist schon mal was sehr Gutes. So, Schwert. Und jetzt habe ich auch jetzt bin ich Full Leather. Also das ist schon ziemlich overpowered, wenn man Full Leather ist, weil da kann keiner mehr was gegen einen ausrichten eigentlich. So, ich schaue jetzt hier gerade mal, da ist noch eine Chest. Perfekt. Jetzt sind wir nicht mal mehr nur Full Leather, sondern jetzt sind wir sogar noch besser als Full Leather. Ne, wisst ihr Bescheid? Kennt ihr Bescheid? Natürlich. Ich vergesse es immer, ne? Kennt ihr Bescheid, muss ich immer sagen. Weil, Sonst ist das ja nicht wollreig. So, weiter geht's. Und ich hoffe mal, dort hinten beim Hafen und so, da war noch keiner, weil wenn da jetzt jemand war, dann ist meine ganze Route im Arsch. Ne, wisst ihr. Aber diese Route ist eigentlich recht verlassen und das ist halt das Geile an dieser Route. Ich liebe diese Route einfach, weil es ist einfach die beste Route ever. Guck, jetzt kriege ich hier noch ein Steinschwert, jetzt kriege ich nochmal, jetzt habe ich zwei Level schon wahrscheinlich. Ja, genau. Und ein Steinschwert, Feuerzeuge, Bogen habe ich, also läuft eigentlich bei mir gerade. Ich bin echt gut ausgerüstet und jetzt kriege ich da gleich mal in der Ruine, vielleicht kann ich da auch ein bisschen betteln. Ne, wisst ihr? Und dann vielleicht sind wir schon ziemlich gut dran. So, ich würde mal sagen, wir entschanten dann auch ein Steinschwert, auch wenn das jetzt nicht so gut ist, aber ein Eisenschwert zu kriegen ist ja immer so relativ tricky. Bekommt man ja nur recht selten eigentlich. So, und ich höre irgendwo ein Flammen, ach, das ist da drin. Ja, okay. Ich habe schon gedacht, jetzt hat hier irgendwie mal was angezündet und ich bin hier nicht ganz allein auf dieser Welt. Ich sollte auch mal langsam ein Steinschwert in die Hand nehmen, vielleicht. Das wäre vielleicht mal eine Option, ne? Und ich habe mir schon wieder das Doppel-W-Sprinten angewöhnt. Ich weiß nicht warum. Das ist, blöd. Muss ich mich jetzt wieder umgewöhnen. So, das ist echt krass eigentlich. Warum habe ich mir das wieder angewöhnt, ne? Oh Gott, da oben ist jemand. So, ganz schnell. Das hier enchanten. Schnell auf ein Level. Sharpness 1, perfekt. So. Kommt der Typ? Nee, okay. Da kann ich hier nochmal schnell in das reinschauen. Und da war jetzt eine bessere Hose drin. Das ist gut. Dann würde ich mal sagen, yolohaftes Wackness. Enchante ich mal das hier auch noch auf Level 1. Protection, perfekt. Jetzt haben wir ungefähr sowas wie eine Eisen-Chestplate. Ja, ich weiß, ein bisschen dumm, ein bisschen jolohaft, aber ist mir jetzt gerade scheißegal. So, da oben war gerade jemand und ich habe das ungute Gefühl, dass der hier die Chest gerade gelootet hat. Jo, das sieht ganz nach aus. So, und der ist jetzt da hinten, ne? Der versteckt sich sicher vor uns. Aber es gibt natürlich keinen Kommen. Wenn mal der Wolre auf den los ist, dann hast der aber erstmal Probleme. Schon, ich glaube, der hat uns auch noch nicht gesehen. Das wäre relativ cool, ehrlich gesagt. So, aber jetzt langsam sollte er uns auch mal gesehen haben. Oh. Oh. Okay, er hat überlebt. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Okay, der hat aber kein Schwert. Oh Gott, Leute. Das ist wirklich traurig, wenn man so gut eigentlich ausgerüstet ist und kein Schwert hat. Ah, das ist ein bisschen schade für den, aber ich kann ihm nichts machen, ne? Genau. Es tut mir leid, ich vergreife mich ab und zu. Ach Gott, so harmlosen Leuten. Das ist blöd. So, ab nach oben, würde ich mal sagen. Und dann gehen wir unsere Route weiter. Wie immer eigentlich. Nö,
Also ich laufe nicht so oft einfach nicht meine Route, wenn ihr das mal dachtet, ne? Ich weiß nicht, was ich wieder für eine Scheiße laber. So, da hinten ist ja auch dann diese Ruine, ne? Wo man immer meist, also wo ich meistens, wenn ich verrecke, dann verrecke ich in dieser Ruine. Ich könnte auch mal langsam mein Inventar ein bisschen klären. Das wäre vielleicht auch mal eine gute Idee. Oak Sapling brauche ich jetzt nicht unbedingt in Survival Games. Ja, das können wir mal einfach mal getrost hier zurücklassen. Das, glaube ich, stört keinen. So, und dann würde ich mal sagen, ich gehe es mal da runter. Mein Brot fressen gerade. Das ist ein bisschen Verschwendung, aber egal. So, erstmal da rein, würde ich sagen. Okay, habe ich da gerade einen Namen gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich rush einfach mal durch. So, reinrushen. Reinrushen. Wenn es hier die Chests entleert sind, dann könnte es. Okay, nee, die sind aber noch voll. Okay, weil ich sonst hätte sogar sein können, dass da hier vielleicht schon jemand drin war. Hier sind wir Full Chain gerade. Also das ist auch. Full Chain ist schon ganz gut. Aber ich würde mal sagen, es geht noch besser und jetzt kriegen wir eine Eisen Chestplate. Das ist eigentlich jetzt scheiße. Ich weiß jetzt gar nicht mal. Iron Chestplate. Oder die. Welche denkt ihr ist besser? Ich ziehe mal jetzt lieber die. Oder? Warte mal. Ich glaube trotzdem, die ist besser. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte gut sein. So. Ich habe wohl wieder. Alter, ich krieg vielleicht noch ein Level, ne? Das wäre eigentlich ganz krass. So, aber Pfeil habe ich leider auch noch nicht. Das heißt, mein Bogen ist im Moment noch nutzlos. Das ist ein bisschen schade. So, da sterben gerade die wieder am fließenden Band. Am laufenden Band, ne? Sag mal, nicht fließendes Band. Egal. So, weiter geht's. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob man es vielleicht hört oder so, dass. Nee, ich habe ja eine neue Aufnahmetaktik, Technik und in letzter Zeit hatte ich ja ab und zu diese Probleme, dass irgendwie. Ja, habe ich nie angesprochen, aber ich habe so ein bisschen probiert, so zu vertuschen, dass irgendwie mein Mikrofon sich so ein bisschen übersteuert hat. Das lag aber scheinbar nicht an meinem Mikrofon, sondern irgendwie an Fraps, dass Fraps das irgendwie scheiße aufgenommen hat oder so. Und ja, genau, das habe ich. Dann habe ich jetzt, nehme ich jetzt extern mit Audacity noch mit auf. Das ist alles ein bisschen komplizierter und so. Aber dafür ist jetzt auch die Soundqualität besser. Also könnt ihr mal schreiben, ob ihr die wirklich auch tatsächlich besser findet, oder ob ihr den Unterschied jetzt nur so minimal findet, dass ich das auch gleich sein lassen kann. Aber ich finde es eigentlich schon eigentlich so besser, weil anders klang das ja nicht viel besser als mein Headset. So. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier rein. So, perfekt. Alter, ey, aber hier ist heute echt alles komplett leer. Seht ihr mal? Das ist ja krass, ey. Normalerweise ist hier immer alles schon gelootet, aber heute bisher. Wirklich alle Chesten waren komplett noch voll. Außer diese eine dort hinten, die eigentlich mitten auf meiner Route lag. Und auch nur diese eine war leer. Es ist wirklich ja, krass eigentlich. So, ich würde mal sagen, jetzt ist wahrscheinlich eh gleich Death. Oder nee, ist gar nicht. Wie viele sind noch übrig? So, vier. Das heißt, einer muss noch sterben, dann ist Deathmatch. Ich würde mal sagen, hier ist irgendwo noch eine Chest, ne? Die müssen wir noch. Ach Gott, ich weiß immer nicht, wo die ist. Hier war irgendwo eine, aber da bin ich sicher. Wartet mal, das gibt's doch nicht. Hier war irgendwo eine Chest. Hier, ich sag's euch, hier war irgendwo eine. Ich bin so behindert, warum finde ich die jetzt nicht? Ich stelle mich mal gerade hier hoch. Okay, mir ist gerade scheißegal. So, ich gehe nochmal da hinten hin, weil es ist wahrscheinlich eh gleich. Also, einer muss noch sterben, dann kommt es eh zum Deathmatch. Und dann würde ich mir sagen, ich gehe jetzt mal dahinter und weil ich ja noch zwei Level habe, kann ich dann noch ein bisschen was enchanten vielleicht. Das wäre ganz cool eigentlich. Ich kann ja mal da unten durchgehen. Vielleicht hat da auch noch keiner was gelootet. Das wäre eigentlich ganz cool. So, mal schauen. Oh, da war da gerade jemand? Nee, also dort irgendwo, aber ich glaube, da habe ich wieder nur mal Illusionen gehabt. Halluzination oder Illusion ist doch alles dasselbe. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Enchantment Table und enchanten da ist noch ein bisschen unser Stuff. Zum Beispiel einmal diese Iron Chestplate. Alles voll die Enchantment-Runde heute, ne? Krass eigentlich. Protection 1, perfekt. Und ja, was soll ich noch enchanten? Bogen bringt mir ziemlich wenig, weil ich habe keine Pfeile. Dann nehme ich jetzt einfach mal diese Hose hier noch auf Level 1. Protection auch. Ja, passt. So. Ja, ich meine, was willst du auch anders als Protection kriegen? Ne, ich glaube, da gibt es gar nichts anderes, außer vielleicht Haltbarkeit, aber das würde ich mir nie wünschen. So, hier ist auch noch eine Chest, die habe ich vorhin vergessen. Genau.
Zum Glück kriegen wir keine Eisenhose, sonst hätte ich mich jetzt leicht abgefuckt. Also, na gut. Sonst wüsste ich jetzt wieder nicht, was ich anziehen soll. Die Enchantete oder die andere. Vor allem hätte ich mich dann geärgert, weil, ne, wisst ihr, dass, da habe ich die jetzt komplett und sonst jetzt hier enchanted und habe ein Level verschwendet. Das wäre ja voll traurig und so. So. Der Torpedo, ich lese mal ein bisschen Chat vor, 130.600 hat den Server positiv bewertet und kriegt jetzt 20% mehr Punkte. Das ist natürlich ziemlich cool. Ne, findet ihr auch, oder? Also ich mag es persönlich. Ja, ich finde es einfach sehr angemessen. So, das, glaube ich, das ist der Spawn, ne? Ja, da bin ich ganz richtig, glaube ich. Ja, das sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, es sind ja immer... Ich habe echt noch immer keine Ahnung, wann der Chest-Refill ist, aber... also der Marcel hat mir, glaube ich, mal so spektakulär geheim gesagt, dass der immer 10 Sekunden vorm Deathmatch ist, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es kann ja schon gut sein, aber ich habe jetzt da damals nicht drauf geachtet, ne? Ich weiß nicht, wir haben es ja immer in dieser einen Runde mal rausgekriegt. Ich sollte mir vielleicht mal anschauen. Vielleicht war das da wirklich direkt vorm Deathmatch. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Könnte gut sein. So. Ich würde mal sagen, da hätte Eisen auch noch eine Chest, ne? Da, hier in dieser Gegend kenne ich mich überhaupt nicht aus, weil normalerweise komme ich ja nicht nur dort hinten irgendwo hin, dann kommt immer schon das Deathmatch, ne? Das ist halt oft so auf dem Rennschnitzel, dass die Runden sehr schnell vorbeigehen. Und ich würde mal sagen, ich porte mich das aber mal. Oh. Jetzt kommt, glaube ich, das Deathmatch. Kann das sein? Das kann gut sein. Oh, da hat jemand gerade ein Team umgebracht. Oh fuck, der Baluda, der Alte, der wird ja voll der Skiller sein wahrscheinlich. Ja, der ist auch der letzte Übrige noch. Der ist jetzt wahrscheinlich mega ausgerüstet. Ja. Fuck. Okay. Ich würde mal sagen, ich friss mal noch ein bisschen was. Habe jetzt leider auch keine... Also ich bin jetzt auch nicht so schlecht ausgerüstet. Ich habe halt ziemlich fett enchanted und so, aber halt leider nichts mehr, ne? Das ist ein bisschen schade. GG schreibt da jemand. Ja. GG. Einfach aber leider gar nicht in unserer Map. So. Und ich würde mal sagen, ich gehe jetzt nochmal zum Spawn. Aber warum kommt jetzt kein Deathmatch? Das ist doch komisch, ey. Eigentlich sollte auch jetzt ein Deathmatch kommen. Aber das sieht nicht danach aus. Gerade im Moment. So, ich laufe nochmal zum Spawn zurück. Und schaue jetzt mal, ob jetzt vielleicht die Tests denn refilled sind. Nein, das sieht nicht danach aus. Also ich verstehe es echt nicht so ganz. So, das werfe ich mal weg. Ich glaube mal nicht, dass das dem noch irgendwie zum Nutzen sein. Oh Gott, da hinten kommt der. Da kommt der. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Oh Gott, okay. Ich muss irgendwie eine gute Technik machen. So. Pussy? No. Nee, das ist ein deutscher Server. Okay. Ja, ich habe mich jetzt mal selbst angezündet. Das läuft bei mir, ne? Okay. Oh Gott. Ich glaube, ich werde verlieren. Okay, ich habe verloren. Oh nein. Okay, ich schreibe trotzdem GG. Wie viele Herzen? Gleich mal noch Smalltalk, Fragezeichen. Ja, ich würde mal sagen, ne? Ach, Neustart dieser Lobby. Läuft bei denen. Jetzt wird die Lobby noch neu gestaltet. Das werdet ihr noch miterleben. Ne? Das ist voll krass. Ja, in 10 Sekunden. Ja, passt bei mir. Okay, das war jetzt keine so gute Runde. Aber ich würde mal sagen, ich lade trotzdem hoch, weil... YOLO-haftes so Hacknis. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, dass ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen sollte. Naja, auf jeden Fall, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so die Audioqualität findet, ob ihr die besser fandet oder... Also ob ihr die besser findet oder schlechter. Ich hoffe mal nicht, dass ihr die schlechter findet, weil sonst verstehe ich mein ganzes Label nicht mehr. Ja, und auch ob ich das halt ja, so machen soll oder ob ihr da keinen Unterschied merkt. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, bleibt schleimig, ciao.